This is the future. Evolution. This is the future. So, meine lieben Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem, ja, nächsten kleinen Erklärbär-Video zu den besten Waffen, die ihr in Helldiver 2 bekommen könnt. An dieser Stelle, ich habe jetzt ein paar Stunden durchgespielt, auch im Community-Stream. Checkt gerne natürlich gerne den Community-Stream aus, seid mit dabei, kommt mit rein. Ne? Ich suche noch aktuell noch vielleicht ein oder zwei Mitglieder, mal gucken. Zwei habe ich bisher am Start, die sich auch gerade mit Helldiver auseinandersetzen. Richtig, richtig gutes, geiles Spiel, keine Frage. So, beginnen wir aber einfach mal damit. Wo bekommen wir grundlegend die Waffen her? Aus der Waffenkammer? Nein, da nämlich nicht, sondern ja bei der Akquisition. Das ist hier, erkläre ich aber gleich. Wir beginnen aber mit den stärksten Waffen. Also, wir beginnen mal mit den MPs. Bei den MPs gehe ich aber in die Waffenkammer, denn ich habe schon eine MP. Diese, ja, Deluxe Edition, so nenne ich es einfach mal, die gibt uns automatisch diese Maschinenpistole mit. Diese Maschinenpistole ist aufgrund der hohen Feuerrate, also das heißt die DPS, sehr, sehr stark. Die kriegt ihr aber aktuell nur mit der, ja, Deluxe Edition, Super Citizens Edition, wie sich der Scheiß halt schimpft. Dadurch kriegt ihr die, ihr seht das auch, das hat eine Feuerrate von 1380, die ist sehr hoch, Schaden nur 50, aber aufgrund, dass es so eine hohe Feuerrate ist, Halleluja, Schwester. Lässt sich auch ziemlich leicht bedienen, ist gar nicht schlecht. Also, diese Waffe ist sehr gut, kriegt ihr nur in der Edition. Habt ihr diese Edition nicht? Keine Sorge, meine lieben Freunde. Dann gehen wir jetzt mal in die Akquisition und gucken uns das hier an. Weil hier könnt ihr nämlich über, ihr seht das oben rechts, da habe ich 230, ja, Übererde-Credits und jetzt aber rechts gelb die Medaillen. Das sind die sogenannten Heldenmedaillen. Mit diesen Heldenmedaillen schaltet ihr nach und nach, das seht ihr hier unten, Medaillen ausgeben. Da seht ihr es, Medaillen ausgeben, nach und nach verschiedene, ja, Blöcke frei. Beginnen wir mal mit dem ersten Block. Ihr seht das schon, ich habe hier Heldenmedaillen schon ausgegeben, um mir das einfach zu kaufen. Weil das braucht ihr. Braucht ihr definitiv, um im Prinzip den nächsten Block freizuschalten. Das steht auch immer da. Ich scroll mal ein bisschen weiter runter. Hier in diesem Block muss ich zum Beispiel noch 40 Medaillen freischalten, um den nächsten Block zu bekommen. Ja, toll, super. Bleiben wir aber mal bei der MP, weil hier seht ihr schon diese MP, die P19 ja, Reader. Das ist eine MP, die ich definitiv empfehlen kann, was die MPs angeht. Falls ihr die Sonderedition nicht habt, dann guckt euch die an. Die hat eine Feuerrate von 1100. Na, die andere 1300, bisschen was, hat aber ein bisschen mehr Schaden. Also die kann ich definitiv empfehlen, wenn ihr schnell unterwegs sein wollt, um auch schnell zu schießen. Okay, kommen wir mal zu der nächsten stärksten Waffe, die ich euch empfehlen kann. Definitiv. Und ich muss nochmal runterscrollen. Hier sind wir noch nicht richtig. Hier sind wir richtig. Das ist sie. Super. Genau. Die AR-23B Durchschlag Liberator. Das ist ein Sturmgewehr. Das kann ich definitiv empfehlen. Gerade so, wer gerne mit Sturmgewehr spielt, so wie ich, der kann sich diese Waffe holen, aber wichtig, ihr müsst euch Heldenmedaillen verdienen. So, das hat einen Schaden von 45 nur und aber eine Feuerrate von 640. Die ist ziemlich hoch für ein Sturmgewehr. Ihr seht das schon. Und wichtig, der Perk unten drunter, mittlere Panzerung wird dadurch durchdrungen. Und durch diese mittlere Panzerung, weil die durchdrungen wird, ist diese Waffe einfach auch gut. Mittlere Panzerung, keine leichte, sondern mittlere Panzerung. Also das Sturmgewehr kann ich euch definitiv empfehlen. Wie gesagt, um das alles freizuschalten, braucht ihr die Heldenmedaillen. Dazu müsst ihr Missionen machen und diese Missionen auch ziemlich schnell ja, abschließen. Okay, kommen wir jetzt nochmal langsam aber sicher zur stärksten Waffe im Spiel. Die kriegt ihr erst ab Level 5 zum einen. Das muss ich ganz klar dazu sagen, weil manches ist auch levelgebunden. Und jetzt muss ich selber gucken, wo sie hin ist. Warte, lass mich gucken. Das ist er, genau. Wir haben sie schon gefunden. Die ist sogar noch ein bisschen früher zu erhalten wie das Sturmgewehr, sehe ich gerade. Also ihr kriegt diese SG-225 Breaker. Das ist eine Schrotflinte. Das ist die allerstärkste Waffe im Spiel. Die kriegt ihr also schon relativ früh. Ja,
Dazu müsst ihr ja 40 Medaillen ausgeben. 70 Medaillen insgesamt müsst ihr schon ausgegeben haben, um überhaupt den Block freizuschalten und dann nochmal 20. Das heißt also 90 Medaillen solltet ihr Minimum verdienen. Dann könnt ihr euch die Schrotflinte leisten. Die hat einen Schaden von 330. Und das Schöne dabei ist die Kapazität. Ihr habt 16 Schuss. Und 16 Schuss, 330 und dann eine Feuerrate von 300. Also damit ist diese Waffe einfach unschlagbar. Wenn man das mal alles summaro zusammenrechnet, kommen wir auf einen DPS-Wert von 1650 Schaden. Halleluja. Ja, wenn man das Magazin nochmal dazu rechnet und potenziert das, man rechnet das im Prinzip zusammen, den Schaden von 1650 plus nochmal die Magazingröße, kommen wir auf 42.240 Schaden. Das ist im Spiel die stärkste Waffe, die ihr euch holen könnt, wenn ihr die Medaillen euch freischaltet. Checkt natürlich auch gerne meine anderen Videos dazu aus. Das heißt, ich mache Trophäenvideos. Wie bekommt ihr welche Trophäe? Wie könnt ihr was im Solo erreichen? Wozu braucht ihr Teammitglieder? Natürlich habe ich dann auch einen Trophäenguide gemacht, wo ich alle Trophäen vorstelle. Dieses Spiel ist ausgelegt dafür, im Team zu spielen. Also spielt im Random Team oder holt euch ein paar Leute. Wenn nicht, checkt auf jeden Fall meinen Stream aus, meine lieben Freunde. Ja, und bis dahin sage ich wie immer, bleibt gesund und Semper Fi für die Gelenk der Demokratie. Wenn euch mein kleines Erklärbär-Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da, damit ihr nichts mehr verpasst. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Es werden auch weitere Erklärbär-Videos folgen. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.